Hello, this is a new item of the speed of light from Germany. The false imprisonment of Gustl Mollat. And first step, the pure and easy. The nice, pure and easy. Auch, dass die Behörde bei Brixner angerufen hat, aufgrund dieses Telefonats einen Vermerk gemacht hat, weiß keiner der Zuschauer des Prozesses. Spinner, hat ein Mitarbeiter der Nürnberger Steuerfahndung nach dem Telefonat mit Brixner über Gustl Mollat notiert. So geht es aus einer internen Notiz des Bayerischen Landesamts für Steuern hervor, die ein Steuerfahnder im Februar 2004 erstellt hat. Aus einer anderen internen Stellungnahme erschließt sich, dass sich der Dienststellenleiter der Steuerfahnder und Otto Brixner kannten. Der Steuerfahnder schreibt: Brixner, der mir und dem ich bekannt war, habe ihn angerufen, nachdem die Behörde zuvor bei Gericht um Informationen über den Fall Mollat gebeten hatte. Merkwürdig nur, dass der Fall Mollat zu diesem Zeitpunkt noch beim Amtsgericht Nürnberg anhängig war, Brixner jedoch war damals schon Richter am Landgericht. Er war allenfalls ganz am Rande in die Causa involviert. Warum ruft er im Februar 2004 bei der Steuerfahndung an? Aus eigenem Antrieb? Wenn ja, woher rührte der? Oder hatte ihn jemand gebeten, bei der Finanzbehörde zu intervenieren? Wenn ja, wer? Und wie kam es zu dem Vermerk, Zitat, M. also Mollat gleich Spinner, Zitat Ende, Fragezeichen. Aufgrund welcher Kenntnisse richtete der Richter Otto Brixner über den Bürger Gustl Mollat, den er so beschrieben haben muss, dass der Steuerfahnder zum Schluss kam, Mollat sei ein Spinner? Notwendige Fragen, auf die der heute pensionierte Otto Brixner uns gegenüber keine Angaben macht. Und das sind die beiden Autoren hier, Uwe Ritzer und Olaf Cibilla, Autoren die Affäre Mollat, Mitarbeiter der Süddeutschen Zeitung. Tatsache ist, Otto Brixner rief den Dienststellenleiter der Steuerfahndung an. Die Behörde hatte zuvor beim Gericht um einen Rückruf in der Sache Mollat gebeten. Der Anruf des Richters Brixner mündete schließlich in eine Aktennotiz, Zitat, bei M. handelt es sich offensichtlich um Querulanten, dessen Angaben keinen Anlass für weitere Ermittlungen bieten. Zitat Ende. Hätte nicht dieser Anruf allein Otto Brixner disqualifiziert, 2 Jahre später im August 2006 über Gustl Mollat zu urteilen? Ein Rechtsstaat garantiert, dass jeder Angeklagte unabhängig von den Vorwürfen gegen ihn das Recht auf ein faires Verfahren hat. Dass ihm die Richter unvoreingenommen begegnen. Brixner darf man nach dem Anruf bei der Steuerfahndung unterstellen, dass es nicht weit her war mit seiner Unbefangenheit.
Was zu diesem Zeitpunkt keiner weiß, Brixner war nach eigenen Angaben zumindest ein Jahr lang Handballtrainer des Mannes, der Mollards Ex-Frau heiratete. Die Zuschauerin des Gerichtsprozesses, Concepción Vila Ambrosio, wird am 8. August 2006 zur Augenzeugin in einem Prozess, bei dem es mutmaßlich nicht mit rechten Dingen zuging. Sie schreibt einen Brief an Brixner, der laut Stempel am 18. August 2006 beim Nürnberger Landgericht eingeht. Dieser Brief ist heute ein wichtiges Dokument. Zitat: Wie kommt es dazu? Fragt die am Verfahren ansonsten unbeteiligte Frau, dass ein, Zitat, verantwortlicher und gesunder Richter einen angeblich kranken Angeklagten stundenlang malträtiert und provoziert. Respektabler vorsitzender Richter, schreibt die in Spanien geborene Vila Ambrosio, wie komme es dazu, dass er, Brixner, keine Achtung und Respekt für den Angeklagten gezeigt habe? Mollard habe großes Durchhaltevermögen bewiesen und nicht die Haltung und Respekt ihnen gegenüber verloren. Immerhin sei er ununterbrochen angeschrien worden, über einen Zeitraum von immerhin 8 Stunden. Sehr unbeherrscht und sehr zornig habe er sich verhalten, wirft sie Richter Brixner vor. Warum nahmen Sie Herrn Mollard die menschliche Würde ab? Das ist eine gute und wichtige Frage. Brixner hält laut Urteil Mollard für krank. Er brüllt also offenkundig an jenem 8. August 2006 mehrere Stunden lang einen für ihn kranken Menschen zusammen. Otto Brixner ist ein strenger Verfechter von Law and Order. Kurz vor seiner Pensionierung hält der Oberstleutnant der Reserve und ehemalige Handballspieler ein ungewöhnliches Plädoyer für hartes Durchgreifen. Die lebenslange Strafe in der jetzigen Form gehöre abgeschafft, fordert Brixner im Mai 2008 in der Nürnberger Abendzeitung. Im Schnitt bleibe ein zu lebenslänglich verurteilter Straftäter 15 Jahre in Haft, wenn überhaupt. Brixner plädiert in dem Interview dafür, Verbrecher bis zu 40 Jahre wegzusperren. Das ist gerechter. Zitat. Sagt er, wer härtere Strafen fordert, erhält immer den Beifall der Straße. Die Boulevardzeitung kürt Brixner dafür zum mutigen Richter und druckt sein Bild ab. Darauf, dass Otto Brixner 21 Monate vor dem Zeitungsartikel im Verfahren gegen Gustl Mollard eine nach rechtsstaatlichen Maßstäben sehr fragwürdige, ja skandalöse Verhandlungsführung an den Tag legte, deutet nicht nur der Brief der entsetzten Zuschauerin hin. Zwei weitere Augenzeugen bestätigen die Darstellung Vila Ambrosios, darunter ein am Verfahren beteiligter Laienrichter. Wie sehr in ihrem Rechtsempfinden irritiert muss eine Frau sein, die im Zusammenhang mit einem Fall, der sie persönlich nichts angeht, zur Feder greift, um einem Richter in Deutschland ihre Empörung über dessen Verhandlungsführung mitzuteilen. Sie habe ihn als Richter in keinem Moment wie jemanden erlebt, der sich im Griff hat, wirft sie Brixner vor. Vielmehr wie einen Diktator. Und eben nicht wie einen, der von sich sagen darf, er wäre ein souveräner, gerechter, achtender und würdiger Richter. Die Altenpflegehelferin kritisiert nicht nur den Stil der Verhandlung, sondern sie gibt auch wichtige Beobachtungen wieder, die Zweifel an der korrekten Prozessführung aufkommen lassen. Sie findet es unentschuldbar, dass Brixner die Gustl Mollard belastenden Aussagen von Zeugen, im Wesentlichen seiner ehemaligen Frau, einfach so hingenommen habe und überhaupt von ihnen nichts hinterfragt wurde. Interessant, hier geht es um eine, um es im Juristendeutsch zu sagen, strafprozessuale Frage, nämlich die, ob man in einer Angelegenheit häuslicher Gewalt die Aussage einer der beiden Parteien mehr oder minder einfach übernehmen darf, weil diese, wie es im Urteil heißt, die behauptete Tat
ruhig, schlüssig und ohne jeden Belastungseifer dargelegt oder ob das so gar nicht geht. Spricht man Concepción Vila Ambrosio heute auf den Prozess an, dann sagt sie, diese Verhandlung bei Gericht habe sie bewegt wie kaum etwas anderes. Sie habe Mollat bis dahin allenfalls flüchtig gekannt. Sie stehe zu allem, was sie damals geschrieben habe, weil sie es furchtbar finde, Zitat, dass so etwas in Deutschland möglich ist. Es ist auch 6 Jahre nach der Verhandlung nicht leicht, mit Otto Brixner über seine Art der Prozessführung in einen Dialog zu treten. Brixner ist seit 2008 pensioniert. Wer bei ihm Ende des Jahres 2012 anruft, muss sich darauf gefasst machen, kaum einen Satz, kaum eine Frage zu Ende sprechen zu dürfen. Der Fall Mollat. Die ganze journalistische Aufregung geht vollkommen an der Sache vorbei, sagt er in barschem Ton. Man muss sehr bestimmt dagegenhalten und Brixner darauf aufmerksam machen, dass dies das Angebot in der Sache recherchierender Journalisten ist, sich zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen zu äußern. An den Haaren herbeigezogen seien all die Fragen, die da nun öffentlich aufgeworfen würden. Ihn treibe sogar der Verdacht um, dass die bayerische Staatsregierung in den Schmutz gezogen werden solle mit der Berichterstattung. Und im Übrigen nichts, gar nichts habe das Gericht zurückzunehmen, sagt Brixner. Das Urteil sei vom Bundesgerichtshof längst bestätigt. Alles rechtskräftig und damit alles in Ordnung also. Und um Schwarzgeld sei es im Prozess nicht gegangen. Das habe keine Rolle gespielt in diesem Verfahren. Der pensionierte Richter ist bis heute von sich überzeugt, was wir in dem Verfahren gemacht haben, daran gibt es aus meiner Sicht nicht zu ändern. Danke für den Aufruf hier, ich setze es fort.